Hallo, ja, Viking, und damit recht herzlich willkommen auf unserem rostigen Kanal zu einem kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen Forgotten Tunnels Episode 2. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich Episode 1 auch schon gespielt habe, wenn mich nicht alles täuscht. Vorab natürlich ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die es hier gar nicht machbar wäre. Vielen, vielen Dank, Freunde. Und jetzt stürzen wir uns mal ins Vergnügen. Play. 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 Ist mit der Unity Engine gemacht. Wir fahren nach unten beim Aufzug. Really? Liebt ihr Aufzug fahren? Oder habt ihr da ein bisschen Angst davor, vielleicht? Wann steigen wir aus, bitte? Wann kommen wir an? Und wo kommen wir an? Das ist ja die gute Frage. Ich glaube, wir sind angekommen. Really? Ich habe jetzt schon wieder Schiss da. Aber sieht gut aus. Hallo? Hallo? Is anybody out there? Ich bin da, der Rossi. Kann ich rennen? Ich kann natürlich nicht rennen. Really? Links scheint versperrt zu sein. Jo. Aber da liegt der Note. Feines Note. My name is David Nathan. Also er wurde runtergeschickt, um den Tunnel hier zu erkunden. Dieser unbekannte Tunnel zu inspizieren. Ich kann nicht viel erzählen. Also, ich kann nicht sagen, wie viel Zeit bis jetzt vergangen ist, seitdem ich hier runtergekommen bin. Vielleicht 2, 3 Tage? Jetzt recht verstehe ich oder nicht? Es ist hart zu erzählen hier unten. Oder sowas. Ja, vom Excavations, was ist das? Ja, ich verstehe halt nicht alles. Leute, ihr müsst euch halt gern selber. Ihr könnt euch ja halt gern selber durchlesen. Aber auf jeden Fall hat es jemand geschrieben, der hier unten war, der die Tunnels erforscht hat und hier völlig das Zeitgefühl vergessen hat. Wahrscheinlich, weil die Tunnels so groß sind. Da ist eine Tür, komme ich aber nicht rein. Und er läuft so langsam. Er kann nicht rennen. Eine weitere Note. Diese Tunnels sind in Irrgarten. Labyrinth. Es endet immer am selben Ort, wo er langläuft. Ihre Batterien sind ausgegangen, werden immer weniger. Die Tür. Da geht's weiter runter. Hier geht es natürlich nirgends lang. Das war ja klar, dass wir dann da runter müssen. Leute, ich habe kein gutes Gefühl, wenn wir da runterlaufen. Absolut nicht. Jesus. Der SMTD, den tut es auch schon leicht frösteln. Was wird uns hier unten erwarten? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Was denkt ihr, was uns hier unten erwarten wird? Geräusche. Würdet ihr in so einen Tunnel runtersteigen? Kanalisation, sozusagen. Mich würde das schon reizen, so andere Sachen zu erforschen. Gerade verlassene Gebäude oder so. Oder Höhlen nicht. Da wurde was verbogen, da sind sie durch anscheinend. Es ist so dunkel.
Unsere Flashlight wird weniger. Hab ich das Gefühl. Wir schleichen nur hier rum. Ich meine, finde ich ja gut, dass man nicht trennen kann, weil das wird auch irgendwie das alles hier kaputt machen. Da unten rennt man auch nicht. Warum sollte man rennen? Da geht's weiter runter. Ich gehe weiter runter. Ob das der richtige Weg ist? Natürlich nicht. Bis wir die ganzen Treppenstufen hochlaufen. Hätte man sich auch sparen können, den Weg, oder? Gehen wir rechts rum, weil links war ja versperrt. Hier kommen wir nicht durch. Die Tür wird auch zu sein. Dann gehen wir hier runter. Gehen wir. Ich hoffe, ihr versteht mich alles mit meinem Dialekt. Aber ich bin halt nicht dazu geboren. Ich höre Geräusche. Hochdeutsch zu reden. Und es ist müsste hinter uns sein, das Geräusch. Irgendjemand ist hier. Someone is here. Ja, also es wird immer schwieriger, auch wegen dem Hunger. John hat zeigt Symptome von was weiß ich an. Und er hört Dinge. Die höre ich auch. Hier komme ich nicht durch. Jeez. Und es geht immer weiter runter. Wo wird uns der Weg noch hinführen? Fahren. Wer ist hier unten? Da brennt Licht. Also die Stromversorgung scheint ja da unten zu funktionieren. Aber ein Tunnelsystem, das so tief nach unten geht, ist schon merkwürdig. Oder nicht? Holy. Die Tür war ein Spalt auf. Wir konnten reinlinsen. Also reinschauen. Und da wurde uns die Tür vor der Nase zugeschlagen. John wird vermisst. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Und sind alle eingeschlafen. Und wo sie wieder aufgewacht sind, war John weg. Währenddessen sie nach ihm gesucht haben, haben sie einen komischen Pfad gefunden, also einen verschiedenen Pfad gefunden. Er ist total geflutet, also mit Wasser geflutet. Aber das ist der einzige Ort, wo sie noch nicht waren. Ja, aber wo? Geh mal hier lang. Das war der richtige Weg. Jesus. Hoffe ich doch. Really? Das Problem ist halt, es zieht sich alles so ewig lang nach draußen und nach hinten. Hier unten Geräusche. Irgendjemand ist hier. Wir sind im Wasser. Wir haben das Ding hier gefunden. Wow. Ich habe das böse Gefühl, dass ich. Ah, da komme ich nicht. Da ist noch was. Da unten sind auch Fässer.
Was war das? Habt ihr gesehen? Da ist was im Wasser. Wir sind nicht allein im Wasser. Da ist was im Wasser. Wie komme ich hier wieder raus? Hallo? Wir müssen hier irgendwie einen Ausgang finden. Die letzte Flashlight, die letzte Taschenlampe ist kaputt gegangen. Aber wir werden weiter nach vorne, wir werden weitergehen. Die Wände sind unsere einzigste, ist unser einzigster Wegweiser. Die Wände sind, also die Wand ist unser einzigster Anhaltspunkt, Wegweiser. Na wunderbar. Aber da komme ich ja gar nicht durch. Jeez. Ich sehe ja halt absolut nichts. Und ich mache es jetzt so wie die Kollegen. Ob wir natürlich hier richtig sind, weiß ich nicht. Da komme ich auch nicht raus. Hier unten halt weiterzukommen, es ist nicht normal. Ich kann hier nicht alles wieder zurückgehen, oder? Mir ist nicht wohl bei der ganzen Sache. Das sage ich euch mal gleich, ne? Wo ist es hin? Sackgasse. Really? Du Arsch. Voll die Sackgasse hier. Damn. Was Rotes. Es leuchtet rot. Wir können nur hier lang. Vor allem, wir haben diese Treppen hier gefunden. Die Jungs waren ein bisschen confident. Was heißt confident? Sie hoffen, dass John diesen Weg hier gefunden hat. Ich bin mal gespannt. Exit. Aber was war das für ein Tier? Viech, Monster, Kreatur? Die letzte Note. Yes! Der Aufzug to the surface. We've made das it. Haben sie nicht mehr geschafft. Der Aufzug noch. Es geht noch. Tonstörung. Der Ton war kurz weg. Ich hab gedacht, wir kommen nach oben.
normal hier, oder? Ist doch kein normaler Tunnel. Wir warten durch ein Meer aus Blut. Was erwartet uns jetzt, Leute? SM Teddy, bist du bereit? Kein gutes Gefühl, kein gutes Gefühl, Leute. Rusty hat Angst. Hier geht's nicht weiter. Du bist wieder zurück. Gehen wir weiter. Wow! Holy moly! Shit! Was ist jetzt? Wieso verändert sich hier alles? Von wegen ankommen, nichts hier. Was bist du für einer? Was krabbelt denn da rum? Wer ist? Wir gehen immer tiefer. Immer tiefer irgendwie. Ich hab das. Das sieht aus, als ob man hier in der Kreatur selber drin wären. Wisst ihr, wie ich meine? Im Innern eines Monsters. Im Schlund sozusagen. Wir werden eins mit dem Monster. Meine Theorie. No. Der Tunnel lebt. Wow. Ach du Scheiße. Diese Sprache versteht der Rossi aber auch nicht. Dann schon lieber Englisch. Direkt in die Hölle. Welcome to hell. Aliens? Aliens? Kann natürlich auch sein. Aliens. Wow. Great experience. Und was mache ich jetzt hier, Kollege? Ich bin hier angekommen. Und jetzt? Also Leute, wir sind jetzt hier. Und jetzt geht es nicht weiter, oder was? Das kann es ja nicht sein, oder? Das kann ja nicht das Ende sein. Ist es die End? I don't know. Ich weiß nicht. Ich weiß, was ich hier machen soll. Weil es geht ja nirgends durch. Wir fahren immer tiefer runter. What? Oh, das ist great.
der Sound, Leute. Hau, wir fahren nach unten. Wow, der Sound, Leute. Wow. Unbelievable. Ich kann hier nicht raus. Ich möchte hier raus. Aliens. Habe ich nicht gesagt? Aliens! Ich hab's gewusst. Aliens. Die Aliens. Ich hab's gewusst. Aliens. Rosti hat mal wieder recht gehabt. Wow. What a great game. Wow. Unbelievable. Ich geh mal weiter. Ich folge den Aliens. Sie sind unter uns. Ich weiß es, dass sie unter uns sind. Das ist meine wirkliche Meinung. Das Spiel nimmt kein Ende, Leute. Gehe ich jetzt schon dazu? Ich weiß nicht, wie lange ich noch aufnehme. Oder schon aufnehme. Bildgewaltig. Mein Name ist John. Ich weiß nicht, was zur Hölle passiert ist. Er ist aufgewacht. Er hat den Exit gefunden. Awesome. Er braucht Hilfe für die anderen. Also für uns gehe ich mal davon aus. Und er hat den Ausgang gefunden. Diesen Ausgang. Nur, ist das der richtige Ausgang? Also, ein absolut geniales Teil. Ich hätte nie gedacht, dass es so lang geht. Wir fahren nach oben. Game by Daniel Francisco. Wow, great job, my friend. Great job. Music by Fabio Guedes. Wow, great stuff. I love it. Portuguese? Obrigado. When you are Portuguese. Obrigado. Wow, Leute, wir haben es durchgespielt. Ich bin sowas von stolz auf mich, oder? Dass ich mal ein Horrorspiel auch durchgespielen konnte. Great. Meine Theorie ist ja, wir werden gesteuert von den Aliens. Das ist unser Leben. Aliens steuern unser Leben. Wir sind in dem Sinn wie to be continued. Wie bei den Sims, wo wir die Sims spielen. Ne? So ist meine Theorie, spiegeln die Aliens uns. Das ist dann unser Leben. Nicht Gott. Können wir hier rauslaufen? Wir können sogar hier rauslaufen. Im Schnee? Wow, das finde ich so klasse. Das Spiel ist fertig. Wir können hier noch weiterlaufen. To be continued.
Wow. Great. Ein hammerhartes Spiel. Vor allem der Sound. Unbelievable. To be continued. Wow. I love it. Great, great, great. Ich bin froh, dass ich das Spiel jetzt gespielt habe. Game by Daniel Francisco, Lost Bullet. Music by Fabio Guedes. Francisco. Aus Spain. Könnte aber auch Spanisch sein. Spanisch oder Portugiesisch? Eins von beiden. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Und mal schauen, wann Episode 3. I need Episode 3. Also, I'm great. Wann das dann rauskommt, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, er macht da weiter. Ein ziemlich geiles Teil, Leute. Wow. Perfekt, perfekt. Sowas macht richtig Spaß, wisst ihr. Dann bedanken wir uns natürlich bei euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rossi-Kanal. Bitte bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, kann man ändern. Einfach nur aufs Köpfchen drücken, press the Head-Button to subscribe. Ansonsten bleibt nur zu sagen, bleibt gesund, habt Spaß, aber passt auf euch auf und übertreibt es nicht. In diesem Sinne, wir sagen tschüss mit dir und fertige Haut. Euer Sam Teddy und der Rossi, die jetzt bei den Aliens sind. Bye bye. Thank you. Wow.